besonders genau kontrolliert. Messer, Nagelfeilen, Scheren, solche Utensilien dürfen in Deutschland im Moment zum Beispiel nicht mehr ins Handgepäck. Um die Sicherheitsbestimmungen im Flugverkehr zu vereinheitlichen, hatten sich ja am Freitag die EU-Verkehrsminister in Brüssel getroffen. Geeinigt haben sie sich dabei allerdings noch nicht. Zumindest in Deutschland aber gibt es seit dem Abend ein Programm, mit dem Sicherheitslücken geschlossen werden sollen. Reinhard Becker berichtet. Innenministerium heute Abend. Der Minister erwartet Gäste. Verkehrsminister Bodewig und Lufthansa-Chef Weber wollen über neue Sicherheitsstandards im Flugverkehr reden. Etwas zu spüren davon war heute schon an deutschen Flughäfen. Lange Schlangen beim Check-in in Frankfurt. Es geht wieder in die USA. Mit Verspätung flog am Mittag der erste Jumbo Gen San Francisco. Auch von Düsseldorf und München starteten Maschinen. Bei der Pressekonferenz nach dem Treffen in Berlin ging es um erste Maßnahmen. Wir werden beim Flughafenpersonal